Ja, moin, herzlich willkommen. Diesmal nicht vom Wasser, sondern aus Benny, unser Kameramann aus Benny, seinem Angelauto. Wir haben heute einen Angeltag hinter uns gebracht, einen sehr eisigen, windigen, sehr, sehr frühen Frühjahrsangeltag. Wir haben jetzt heute, glaube ich, den 3. März. Ich möchte euch einmal erzählen, was ich hier heute gemacht habe, wie ich vorgegangen bin und wie ich auf die Idee gekommen bin, hier zu angeln. Ich habe nämlich mir da ein bisschen was bei überlegt. Das ist ein Elbhafen, in dem ich hier heute geangelt habe, in dem ich noch nie geangelt habe. Und ich habe mir im Zeitalter der Digitalisierung ein paar Hilfsmittel zur Hilfe genommen, um mir dieses Gewässer zu entdecken, nenne ich das mal. Ich habe mich zu Hause hingesetzt, ganz gemütlich auf dem Sofa mit einer Tasse Kaffee und habe mal angefangen, erstmal mit Google Earth die nähere Umgebung. Ich wohne direkt an der Elbe und habe mir so die nähere Umgebung, ich sag mal 10, 15 Kilometer flussauf und flussab mir mal angeguckt. Wo sind interessante Bereiche, wo sind Altarme, wo sind Häfen, wo sind vielleicht Wendebecken und sowas, habe ich mir dann angeguckt. Und habe dann so ein, zwei, drei ganz interessante Stellen erstmal anhand von Google Earth mir angeguckt. Und diese Stellen, die mir dann auf Google Earth interessant vorkamen, habe ich dann mit einer Schifffahrts-App, die habe ich auf dem Handy, da kann man sich ein Jahresabo für kaufen. Da habe ich so eine Schifffahrts-App auf dem Handy und die zeigt ganz cool ja halt die Gewässerstruktur, also Tiefen, zumindest in dem schiffbaren Bereich. Also wenn man jetzt in eine Buhne geht zum Beispiel, da zeigt das die Tiefe nicht an, aber die Hauptschifffahrtsstraßen, wo auch dieser Hafen zugehört, wird einem angezeigt. So konnte ich dann halt sehen, ob in der Nähe von diesem Hafen vielleicht irgendwo tiefe Stellen sind, tiefe Löcher sind oder große Flachwasserbereiche oder irgendwas, wo ich sagte, nö, das ist ein Hotspot, das könnte interessant sein für meine Angelei. Habe ich hier nicht gefunden. Von daher war für mich eigentlich so die Idee, der Fisch zieht im Frühjahr hier in diesen Hafen rein. Das war zumindest die Theorie, weil es ist halt in der näheren Umgebung, in der Elbe, alles annähernd gleich tief. Das Hafenbecken ist annähernd gleich tief. Und da habe ich mir gedacht, okay, hier wird jetzt nicht ein paar hundert Meter entfernt ein tiefes Loch sein, wo die Fische drin sitzen und ich angel dran vorbei. Deswegen habe ich mich dann erstmal für dieses Hafenbecken entschieden. Dann habe ich die Tage und Wochen vorher, das mache ich eigentlich generell immer viel, auf die Temperatur geachtet. Luftdruck weniger, da bin ich nicht so der Verschwörungstheoretiker, aber ich achte sehr viel auf die Wassertemperatur und auf die Lufttemperatur. Und in der Elbe muss man halt auch zwingendermaßen auf den Wasserstand achten. Der Wasserstand ist in den letzten Tagen sehr stark gestiegen. War so hoch, dass selbst die Wiese hier schon teilweise unter Wasser stand. Was in der Theorie, glaube ich, erstmal gut ist, weil wenn die Elbe extrem viel Wasser hat und dadurch auch sehr, sehr schnell wird, die ganzen Buhnen sind unter Wasser und es ist extrem schnelles Wasser, stelle ich mir das halt so vor, wenn ich ein Fisch bin, ist das in etwa so, als wenn ich bei 180 km/h auf der Autobahn meinen Kopf aus dem Fenster halte. Das ist dann eher nur kurz witzig, langfristig eher nicht so geil. Und heißt, der Fisch sucht sich dann ruhige Bereiche, wo er dann einfach zur Ruhe kommt und wo er den Strömungsdruck entgehen kann. Und deswegen denke ich mal, ist bei Hochwasser so ein Hafen ein gutes Revier. Was allerdings jetzt nicht passend war, die Wassertemperatur war vor circa 2 Wochen schon über 2 Grad wärmer. Wir haben jetzt heute bei etwas über 4 Grad Wassertemperatur hier geangelt. Ist nicht ideal. Wenn man jetzt überlegt, dass die Wassertemperatur um 2 Grad gefallen ist, wird man jetzt sagen, boah, stört mich jetzt nicht. Ne? Wenn das Wasser im Sommer 20 Grad hat und fällt auf 18 Grad, das ist jetzt nicht weiter dramatisch. Aber wenn das Wasser von 6 Grad auf 4 Grad fällt, dann hat das ein Drittel seiner Wassertemperatur verloren. Und wenn wir auf wechselwarme Tiere angeln, wissen wir alle, Fische, wechselwarme Tiere, die passen ihre Körpertemperatur der Wassertemperatur an. Und wenn das dann um ein Drittel runter geht, dann fährt natürlich auch der gesamte Körperkreislauf um ein Drittel runter. Die nehmen dann weniger Nahrung auf, bewegen sich weniger und das ist dann natürlich nicht förderlich. Aber egal, ich habe mich der Situation gestellt, habe hier heute in diesem Hafen geangelt, habe es ganz simpel gehalten. Ich habe gelotet, habe also mitten rein von diesem Hafenbecken geangelt, da war der tiefste Punkt. Da habe ich auch kein Federlesen gemacht, ein Angelplatz, weil ich habe hier alleine geangelt und ich bin der Meinung, wenn ich alleine angel, dann ist mein Futterplatz konkurrenzlos. Ich muss den nicht irgendwie unnötig in die Höhe drücken in Form von
Attraktivität mit irgendeinem besonderen Futter und Lockstoff und Ködern, weil die Fische, die in der Nähe sind und auf der Suche nach was Fressbarem sind, denke ich, werden sowieso auf meinen Platz kommen. Deswegen ist hier so eine Taktik mit zwei Futterplätzen und oder grobes Futter, feines Futter. Das ist, glaube ich, fehl am Platz. Wenn es einfach nur darum geht, ein Gewässer zu erkunden, kann man hier überhaupt was fangen. Es ist hier jetzt so für mich, dass in dieser Region relativ wenig Weißfischangler sind. Ich habe hier nicht den Vorteil, dass wir hier in dieser Region so stark vernetzt sind, dass ich immer weiß, wo ist gerade was los, wo wird gut gefangen, wo wird schlecht gefangen. Natürlich kenne ich ein paar Gewässer, wo ich zu dieser Jahreszeit, also es ist für mich jetzt eigentlich noch eine Winterangelei, klar gibt es Gewässer, wo ich jetzt weiß, wo ich hinfahren könnte und wo ich gut fangen kann. Aber wollen wir das immer als Angler? Wollen wir als Angler irgendwo hinfahren, wo wir wissen, da kann ich heute 10 Kilo auf sicher fangen? Für mich ist das irgendwie nicht so reizvoll. Ich finde es auch reizvoll, so ein bisschen ja, dieses Pionierdenken, so dieses Entdecken und Erleben, weil das ist ja letztendlich Angeln. Entdecken, Erleben, Erfahrung sammeln. Und so habe ich mich jetzt einfach dazu entschlossen, hier heute zu angeln. Habe ein paar Brassen gefangen. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet. Die waren sehr, sehr vorsichtig, die Fische. Das ist halt einfach den Umständen, was ich gerade sagte. Ne? Wir hatten Elbe-Hochwasser. Die Elbe ist jetzt schon wieder am Fallen. Fallendes Wasser ist immer schwierig. Besser als wenn das Wasser steigt, zumindest meine Erfahrung. Wenn das Wasser fällt, ist schwierig. Dann 4 Grad Wassertemperatur. Nächte haben Frost. Das ist alles suboptimal. Aber nichtsdestotrotz ist das für mich jetzt eigentlich schon der Zeichen. Die Fische fangen an, in diese überfluteten Häfen und in ihre Laichreviere quasi jetzt schon reinzuziehen. Das ist zwar jetzt noch sehr früh, aber die fangen schon an reinzuziehen. Das ist die Natur, das ist die biologische Uhr, die können wir nicht aufhalten. Ne? Also wenn man bedenkt, dass wir vor, ich sag mal, 6 Wochen oder 8 Wochen noch 2 oder 3 Stunden weniger Tageslicht hatten, das realisieren die Fische. Die Tage werden deutlich länger, es fangen an, unter Wasser sich wieder Mikroorganismen zu bilden, Algen bilden sich, die Fische merken das, die Tage werden länger und die biologische Uhr macht Klick und die fangen an, ihre Laichreviere aufzusuchen, auch wenn es noch so kalt ist. Deswegen ist, denke ich, auch bei so kalten Temperaturen immer ein Versuch wert, in Flachwasserzonen und gerade in solche ruhige Hafenbecken. Da bin ich halt mit diesen Apps vorgegangen, wie ich vorhin schon sagte. Da ich ja nun alleine hier geangelt habe und mein Futterplatz keine Konkurrenz hat, denke ich, macht ein feines Futter, wo man nicht weiß, fressen die Fische viel, fressen die wenig. Es gibt bei mir in der Nähe ein ähnliches Hafenbecken. Da kann man durchaus auch jetzt 30 Kilo fangen. Man braucht sehr viel Geduld. Es dauert manchmal 2-3 Stunden. Man denkt, der Fisch ist nicht da und mit einmal sind die auf dem Platz und dann fängt man Bresen auf Bresen auf Bresen. Das weiß man immer nicht in solchen Gewässern. Ne? Die Elbe ist nur wenige hundert Meter von hier weg. Die Fische ziehen hier rein. Man weiß nicht, was einen hier erwartet. Ne? Deswegen Futter würde ich ein ganz normales, neutrales, nicht zu grobes Futter nehmen, weil ihr seid konkurrenzlos. Der Fisch wird sich so oder so auf das Futter stellen. Davon bin ich überzeugt. Und zum Tackle, das habe ich heute ganz einfach gehalten. Ich habe, weiß ich nicht, 25 Meter oder so geangelt. Ich habe es nicht abgelenkt. Das habe ich mit der 3,20 Meter Ascension geangelt. Mit einer halben Unze Spitze. Die war ehrlicherweise für heute ein bisschen zu weich. Es war ziemlich windig und es sind auch 1-2 große Schiffe gefahren. Aber ich hatte während des Angelns nicht so richtig Lust, das nochmal umzubauen. Deswegen habe ich dann die halbe Unze durchgeangelt. Das ging.
Ich habe mit einer Schlagschnur geangelt von 1 Meter Länge und mit einer durchgehenden geflochtenen Schnur quasi und nur 1 Meter Schlagschnur. Diese Schlagschnur habe ich quasi nur benötigt, um die Montage auf der Schnur laufen zu lassen. Also das hat in dem Sinne nichts mit Dehnung oder so gehabt, nämlich ich wollte keine Dehnung in der Montage haben, um wirklich jeden feinsten Anpacker sehen zu können. Das war aber nicht notwendig, weil die Fische, die heute gebissen haben, die haben deutlich gebissen. Ich habe relativ viele Liner heute gehabt. Das war schon ein paar Mal wirklich so, dass die Spitze so ruhig lag und dann einmal wupp, nach vorne ging, wieder gerade und am Köder war nichts. Das ist eigentlich für mich ein Zeichen, dass wirklich die Fische jetzt anfangen, in diesen Bereich hier reinzuziehen, aber nicht richtig fressen. Halt wegen der Bedingungen, die ich schon erwähnt habe. Fallendes Wasser, kalte Temperatur und so. Aber die Fische, ich glaube, wenn man hier in 3-4 Wochen nochmal herfährt und das Wasser hat dann vielleicht 6 Grad, 8 Grad, ich glaube, dann kann man hier richtig schöne Fische fangen. Und das ist halt für mich sehr wichtig, auch solche Trips, um neue Gewässer zu erkunden, weil ich hier halt weitestgehend auf mich alleine gestellt bin. Es gibt Regionen in Deutschland, wie es in NRW beispielsweise der Fall ist, wo sehr, sehr viele Friedfischangler auf sehr kleinen Raum leben. Da spricht sich das schnell rum. Wo fängt man nicht? Ich muss diese Arbeit hier weitestgehend alleine für mich machen. Natürlich habe ich auch noch 1, 2, 3 Kumpels, so, wo man sich austauscht, aber wir halten den Kreis hier schon recht klein. Also das ist also jetzt nicht bewusst, dass wir den klein halten, aber der Kreis ist hier halt sehr klein. Es spricht sich hier nicht so stark rum, wo gerade gut gefangen wird. Und dann opfert man halt mal so einen Tag. Ne? Macht ja auch Spaß, man ist draußen gewesen, hat ein paar schöne Fische gefangen, war in der Natur und zeigt ja auch, dass man hier Fische fangen kann. Ne? Jetzt habt ihr so einen kleinen Eindruck bekommen, wie ich da auf die Idee gekommen bin, hier zu angeln. Und ich finde, das macht den Reiz des Angelns aus. Ne? Diesen Pfad, sich auch zu trauen, mal was Neues zu gehen. Einfach auch mal den Weg der breiten Masse zu verlassen und auch einfach mal seine eigenen Wege zu gehen. Und ich finde, das ist einfach auch, das ist Angeln. Sich hier hinzusetzen und beim ersten Wurf mehr oder weniger übertrieben gesagt nicht mal zu wissen, wie tief es ist. Stehen hier Fische? Wie viele sind hier? Wie groß sind die? Wie klein die sind? Was sind hier für Fische? Das finde ich spannend. Immer, man sitzt ja wie auf Kohlen und denkt immer, jetzt kommt der Biss, jetzt kommt der Biss. Und dann guckt man zu und man sitzt schon 3 Stunden, hat immer noch keinen Biss gehabt. Aber das ist doch das Coole am Angeln. Ne? Wenn ich jetzt
wenn ich 10 oder 20 Kilo heute hätte fangen wollen, dann hätte ich gewusst, wo ich heute hingefahren wäre. Weil da gibt es genug Ecken, wo man weiß, wo sich die Fische jetzt tummeln. Weil das ist jetzt gerade im Frühjahr, jetzt tummeln sich die Fische. Ne? Die sind jetzt nicht so verteilt, die Fischschwärme sind jetzt sehr komprimiert und groß. Aber es kann sein, wenn man 200 Meter an der falschen Ecke vorbei angelt, dass man gar nichts fängt. Und wenn man 200 Meter weiter genau da sitzt, wo die sich gerade aufhalten, weil da irgendwas Besonderes ist, dann kann man da jetzt Massenfänge erzielen. So. Und das ist aber, ja, wir fangen alle gerne mal einen Fisch, aber ist das immer geil, so dieses Reizvolle, immer rein, raus zu wissen, ich fahre da heute hin und weiß ich nicht, mich reizt das nicht. So, ich finde das lieber viel cooler, nicht zu wissen, was mich erwartet, einfach mal zu angeln. Und ja, traut euch auch mal ruhig mal an neue Wege. Na, klar ist das cool, sich hinzusetzen, wo man weiß, was einen erwartet, aber traut euch auch mal irgendwie neue Gewässer auszuprobieren. Und dann gebe ich euch einen Tipp. Wenn ihr ein Gewässer entdeckt habt, was sehr, sehr cool ist, dann für euch behalten. Mir dürft ihr es gerne verraten per PN, damit ich weiß, wo ich Fische fangen kann. Aber erfahrungsgemäß sind Angler oder viele Angler wie die Geier, wenn sich rumspricht, wo Fische zu fangen sind, dann werdet ihr in den nächsten Wochen da wahrscheinlich keinen Platz mehr kriegen. Deswegen, das hat nichts mit Egoismus zu tun oder so, aber wenn ihr diese Pionierarbeit geleistet habt, dann dürft ihr so einen Angelplatz auch ruhig mal für euch behalten. Das ist nichts Verkehrtes. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg dieses Jahr. Die Saison steht in den Startlöchern. Endlich, der Winter reicht jetzt auch, finde ich. Ich habe wieder Bock, im T-Shirt zu angeln und wieder richtig beißfreudige Fische zu fangen, die die Lanze richtig krumm reißen. Und ja, das war's von mir. Dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe dieses Mal ja das Video bewusst etwas anders gemacht, um einfach auch mal wieder ein bisschen Spaß, Spannung und Action, oder wie heißt das, mit ins Video zu bringen. Dann bis zum nächsten Mal und dann eine schöne, erfolgreiche Angelsaison und viel Spaß im Frühjahr. Genießt das Frühjahr. Das ist die geilste Angelzeit, finde ich.